Mein Name ist Philipp Barth. Ich bin bei der Autobahnpolizei in Sankt-Augustin. Und ja, heute Abend hier der Einsatzleiter vor Ort bei der Unfallaufnahme. Hier hat es heute Abend auf der A3x5 oder 555 in Höhe der Raststätte Eichkamp einen Unfall gegeben. Fahrtrichtung ist Köln. Da sind aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrzeugführer ist dabei eingeklemmt worden, musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeugführer sind schwer verletzt worden bei dem Unfall und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Danach gab es noch mehrere Sachschadensunfälle durch die Trümmerteile bzw. durch das Stauende. Für die Unfallaufnahme oder für die Dauer der Unfallaufnahme muss die Autobahn komplett gesperrt werden. Und aktuell wird die Unfallaufnahme vermutlich noch 2 Stunden dauern, bis die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann.